Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Ailos. Die Röhre ist auf Ailos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Ailos zu gelangen. Warum haben Sie uns vorher nichts über Ailos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Ailos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Ailos erkennen können. Wir müssen nach Ailos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Ailos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Ailos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Sind Sie sicher, dass es an der Verbindung lag? Mir geht es gut. Ihre Rolle bei diesem Vorgang ist passiv. Ich bin diejenige, die tief in Ihren Verstand eindringen muss. Ich muss mich Ihren Gedanken stellen. Das ist schwieriger, als es klingt. Das menschliche Unterbewusstsein reagiert instinktiv ablehnend auf die Verbindung, Commander. Und bei einer starken Persönlichkeit wie Ihnen ist es noch schwerer. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu erholen. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign, eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist Realität. Die Reaper sind Realität. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen.
Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Okay. Ja, das war doch jetzt ziemlich ereignisreich, was da alles passiert ist. Ja, müssen wir auch erstmal ein bisschen verschnaufen. Ja, diesen Dialog zwischen Liara und dem Shepard gab es ja schon mal, wo er dann gesagt hat, dass ihm das nichts ausgemacht hat. So, es waren noch ein paar Gespräche für ihn. Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Zu erzählen. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Finde ich eigentlich schade, dass er nicht häufiger mal irgendwie auf irgendwelche Dinge eingeht, die da so passiert sind. Also, was war das? Codex? Tagebuch. Ein Wettlauf gegen die Zeit, die Summering. Erstanden Sie im Rat Bericht und warnen Sie vor Summerings Planeshand anzugreifen. Das haben wir gemacht, ja. Kirais Team gerettet. Quasi. So, jetzt reden wir auf jeden Fall mit Kaidan. Aber der ist ja so ein bisschen buff, dass wir uns für ihn und gegen die Ashley entschieden haben. Brauchen Sie was, Commander? Ich wollte mich erkundigen, wie Sie mit Ashs Tod klarkommen. Ich komme klar, Sir. Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich gesagt habe. Adrenalin. Verstehe. Ich verliere auch nicht gern Leute. Ich habe viele Jahre lang gedient, aber unter meinem Kommando nie einen Soldaten verloren. Jedenfalls nicht bei Feindberührungen. Wenn Sie die Frage entschuldigen möchten, wie haben Sie die Verluste auf Elysium verarbeitet? Es war mein Job, dafür zu sorgen, dass alle wohlbehalten zurückkommen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Das Gleiche gilt hier. Ich werde mich an Sie erinnern und mich besser um Sie kümmern. Tja, ich schätze, das ist alles, was wir tun können. Vielen Dank für den Rat, Sir. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Wir sind bis zum Ende dabei. Sie können darauf zählen, dass alle ihre Pflicht tun. Was denken Sie über die letzte Mission? Was ich denke? Verdammt, keine Ahnung. Wir bekämpfen ein Volk aus riesigen Maschinen, das Millionen Jahre alt ist. Sollte ich Angst vor ihnen haben? Oder in Ehrfurcht erstarren? Etwas so Altes und Intelligentes. Im Vergleich mit ihnen mögen wir wie Ameisen erscheinen, aber die Menschen haben es nie geschafft, die Ameisen auszurotten. Da fragt man sich doch, ob sich die Ameisen der Riesen bewusst sind, die über ihnen thronen. Ich meine, mehr als wir es sind. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Ja, wobei ich auch behaupten würde, dass der Mensch nie probiert hat, die Ameisen auszurotten. Auch wenn der Mensch wissentlich oder unwissentlich einige Tierarten bedauerlicherweise ausgerottet hat bereits, aber ja, Ameisen weiß ich nicht, ob da, keine Ahnung, die Intention besteht, seitens der Menschen das zu tun. Also gut, Oh! Hi! Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Meine Vorgesetzten werden Chief Williams für ihre Verdienste ehren. Ihr Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Ash war eine verdammt gute Soldatin. Sie kannte die Risiken und tat dennoch, was sie für ihre Pflicht hielt. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Ich werde meinen Vorgesetzten Bericht erstatten. Sie haben sich als Verbündete der Salarianer bewiesen. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben.
Der Captain schätzt die Mission als Erfolg ein. Ich schließe mich seinem Urteil an. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Was ist die Antwort? Oh, seht ihr? Vehicle Upgrade. Ah, passt doch. Guck mal, kann ich es auch gerade an dich verkaufen, das ganze Zeug. Ach, komm. Das hat ja auch die Tali eine schöne Rüstung. Und geht das über 9999? Ja, nein. Ja, nein. Gut, ja, cool, dann kann ich jetzt alles einfach verramschen. Na, vielleicht hast du was Schönes für mich. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Sehr gern, Commander. Ich will die super-duper... Komm, ich gönn mir mal was. Ich kaufe das jetzt hier. So. Die super-duper Spectre-Ausrüstung haben. Dann kann ich direkt was verkaufen. Seht ihr? Na. So. Hä? Hier. Und schon haben wir es wieder drin. Geil. So, guck mal, ob die Tali was zu erzählen hat. Dann kann ich mich mit super Ausrüstung jetzt eindecken. Sofern ich die so nicht habe. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gute Arbeit. Jawohl, leider nix. So. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Auch nix, okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, wir werden auf jeden Fall noch mit der Liara reden müssen. Tatsächlich. Wegen, ne? Ihr wisst schon, wegen was. So, zumal die Ashley jetzt eh Geschichte ist, das heißt, das ist eh komplett erledigt, das Thema. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Ich werde ihn jagen und töten. Um jeden Preis. Diese Art Sprache gefällt mir. Bis dann, Rex. Shepard. So. Weil es so schön ist. Shepard. Rex. Hey! Shepard. Du hast nichts gesagt. Rex. Ach man. Also statt Rex Shepard, Shepard Rex. Naja, müssen wir damit halt vorlieb nehmen. Commander. Ich wollte Ihnen danken. Ja gut, das hatten wir schon 20 Mal. Für so etwas habe ich keine Zeit. Oh, leben Sie wohl, Commander. Wir sind so asozial. Wir können es ja trotzdem nochmal machen. Commander, ich... Wofür, Garrus? Für all das. Ich habe... Und mir... Er ist während meiner Wache entkommen. Und das gefiel mir nicht. Worte... Nur ich... Wenn die Leute, die ich beschützen soll, mir nicht... Keine Sorge, Commander. Das... So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir nochmal mit ihm reden. Ob das ein Bug ist... Commander, ja. Ich wollte Ihnen... Oh, leben Sie wohl. Für sowas haben wir keine Zeit. Wenn sich unsere Crewmitglieder bei uns bedanken wollen. Ja, cool. Reden wir jetzt nur mit der Liara. Komm, so lange wird es ja wohl nicht dauern. Weil ich... Eigentlich müsste das ja relativ bald gemacht werden. Also, ne? Geklärt werden, sozusagen. Außer ich habe das irgendwie verkackt, aber ich denke nicht. Außerdem müssen wir ja gucken, wie es hier geht. Und das können wir in dem Part eigentlich sogar noch machen. Von der Zeit her. Es passt ganz gut. So, Megel aufstocken. Ja, bitte, Commander. Nix. Was kann ich Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. So, Liara. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe über Saren nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Er ist der Letzte, der mir leid tun würde. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen.
Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. So, jetzt komme ich schon in der Wahrheit, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, ich habe das irgendwie verkackt, warum auch immer. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ich glaube, ich hab's verkackt. Warum auch immer. Hä? Aber... Oder habe ich irgendwann mal eine Option gewählt, wo ich irgendwie gesagt habe, wir brauchen noch Zeit oder nee, lass mal oder so. Das wäre natürlich kacke. Ja, es wäre jetzt nicht weltbewegend, also wäre es auch nicht so schlimm. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein richtiger Funke im Vergleich vor allem zu Teil 3, da war es richtig heftig, aber auch zu Teil 2, ist hier nie übergesprungen. Soll ich jetzt sagen würde, ja, ich möchte jetzt aus Sicht vom Shepard, also ich bin ja quasi der Shepard, ich will jetzt die oder die, also mit der oder der eine Beziehung eingehen. Diesen Funken, den hatte ich, das habe ich nicht gespürt. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams, das tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. In einer solchen Situation gibt es keine richtige Entscheidung. Ich kann nur hoffen, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Okay, das hat nicht ganz gepasst, den ich ausgewählt habe. Ich werde schon klarkommen, Commander. Außer ich habe mich aus Versehen verdrückt und habe es nicht gemerkt. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, also das Einzige, was ja jetzt nur übrig ist, ist ja wirklich die Reise... nach Ilos oder Ilos. Dass quasi, wenn ich da drauf auf die Karte gehe und Ilos bestätige, dass dann die Sequenz quasi kommt, wo die Liara mich, also den Shepard, eines Nachts aufsucht. Für gewisse Dinge. Das Einzige, weil wenn das nicht eintreten sollte, dann habe ich irgendwas, da habe ich es verkackt, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil, wenn ich jetzt nach Ilos reise, reisen wir ja von da automatisch zum letzten Ort des Spiels. Den ich jetzt für die Leute, die es vielleicht wirklich noch nicht kennen, es nicht verraten möchte. Aber ich befürchte, ich habe es verkackt. Aber wie gesagt, es ist kein Weltuntergang, ich habe keinen Funken so richtig gespürt. Einzige wäre Tali. Wobei der Shepard die Tali eher so als... oder wir können die Tali eher so als... Was soll ich das sagen? Also jetzt nicht als Frau, mit der man jetzt, oder als Person, mit der man jetzt eine Beziehung eingehen möchte, sondern so, sie ist eher so eine, die man, sag mal, schützen möchte. Sie ist ja quasi noch, auch als Soldatin oder in ihrer gesamten Charakteristik noch so in der Entwicklung, dass man sagen könnte, okay, die Tali ist vielleicht jetzt nicht vom Alter her, sondern einfach so von der Gesamtreife noch zu jung, um mit ihr eine Beziehung eingehen zu können. Dass sie so Beispiel von sich aus auch sagen könnte, hier, nein, ich bin auf Pilgerreise, Beziehungen, keine Ahnung, darf ich nicht. Die Liara, gut, bei der ist was anderes, auch wenn die auch sehr jung ist, hat sie ja gesagt. Ja, und die Ashley, okay, das wäre eigentlich die simpelste Variante gewesen, aber wie gesagt, sie hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen. Ja, okay, alles klar, so nächstes Mal. Ich überlege, reiß mir nochmal kurz zum Citadel. Ich glaube nicht. Ich glaube, im Citadel-Turm ist nichts mehr. Wir können höchstens mal mit Anderson sprechen.
Wir machen das so. Nächstes Mal treffen wir uns auf der Citadel. Wenn es überhaupt noch geht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch auswählen kann. Ich denke mal schon. Da werden wir nochmal im Citadel-Turm kurz vorbeischauen. Werden nochmal kurz mit Anderson reden. Und wenn da nichts passiert. Oder wir kehren dann eh wieder logischerweise zu Normandy zurück. Und damit gehen wir uns nach Ilos und hoffen einfach, dass es noch diese Sequenz mit der Yara gibt. Aber wie gesagt, wenn nicht, dann ist es schade. Aber es ist dann so. So Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Das war jetzt übrigens eine dreistündige Aufnahme. Das ist, glaube ich, Rekord für mich. Und, also am Stück jetzt halt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!